Willkommen zu Graveyard Shift. Ein Game, auf das ich mich jetzt einfach mal einlasse, hat mir der liebe Keystraw empfohlen. Deswegen ganz viel Liebe geht hier raus. Meine liebe Community ist auf jeden Fall bereit. Falls du auch mal Bock hast, live vorbeizukommen, komm gerne hier auf diesen Link. Da siehst du mich dann live, kannst mit uns sprechen. Und dann gehe ich mal rein. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben sehr freuen. Über ein Abo auch. Und natürlich auch über echte Menschen in den Kommentaren. Und ob auch du Friedhöfe so gruselig findest wie ich. New Game. In the silence of the night, demons ambush our thoughts and madness unfurls its flags in our heart. Ich hasse es, wenn es so schnell geht. Dark Phobia Game. Oh je. Dezember 1995. I don't like this. Enter the whispering wind. Was tue ich hier? Muss ich hier etwa nachts aufpassen, dass keine dummen Teenies hier reinkommen und Scheiße machen? Hey, Pastor Papo. I'm glad to see you. And I'm sure we've hired a great guard. Okay, ich bin ein Guard, der nachts aufpasst. Er ist froh, mich zu sehen und er freut sich, so einen tollen Wachmann wie mich oder eine Wache eingestellt zu haben. I know that during the first few nights you might not feel comfortable in this place and maybe a bit scared, but you'll get used to it soon. Ja, ich würde sagen, ich werde mich bestimmt hier nicht wohlfühlen und bestimmt Angst haben. Ich find's krass, dass er mit mir über Telepathie sprechen kann. This cemetery is the most peaceful place at night and you'll find enjoyment in the tranquility and silence of this place. Ja, ist bestimmt schön ruhig heute Nacht. Ja, ja. Of course, you need to be very vigilant and make sure no one enters. You should know that many famous people are buried here. Muss aufpassen, dass niemand reinkommt und hier sind sehr viele berühmte Leute begraben. Go to Johnny's to get all the details. Okay, ich muss zu Johnny gehen. Oh, okay. Fuse? Oh nein, da geht doch der Strom aus. Security Room? Ist das so ein bisschen wie Five Nights at Freddy's dann? Oh nein. Das ist furchtbar hier. Das ist absolut furchtbar. Das Spiel sieht auch viel zu realistisch und gut aus. Warum spiele ich das jetzt schon wieder? Hä? Warum nicht ihr? Warum nicht du? Warum? Kann ich gar nicht lang. Die sagen mir direkt, wo ich lang muss. Das ist aber nett. Wo ist denn Johnny? Johnny! Johnny Boy! Johnny hier drin? Johnny? Ich habe nicht zugehört. Was hat der Mann mit telepathischen Kräften zu mir gesagt? Ich muss zu Johnny. Ich gucke mich jetzt eh gerne mal ein bisschen um. Ah, ich kann noch rennen. Oh nein, das wird so ein richtiger Pain. Five Nights at Freddy's, aber nur auf einem Real Life Friedhof. Oh, da bist du ja. Boah, du siehst ja motiviert aus. Das nenne ich mal einen Mann, der seinen Job ernst nimmt. You must be the new night shift guard. Ja. You should know that guarding the cemetery isn't easy. Mhm. Ja, ich glaube, das ist nicht leicht, das hier alles zu bewachen. The cemetery is equipped with CCTV cameras due to the burial of many famous individuals. You must regularly check the cameras and never let anyone in. Nein, ich muss die Kamera öfter checken, dass niemand reinkommt. Tonight the cemetery has 3 guests. Due to the time constraints and a lack of proper and secure mortuary around the city, they had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. Tomorrow, the funeral for these will be held, and you must be very attentive at the cemetery. Okay! There's something very important that the priest told me not to tell you, but I'll share it with you. The previous night shift guard died of a heart attack. Oh! And we found his body at the church door with a bluish complexion and a terrified look on his face. Mm-hmm. Nett. Mm-hmm.
I don't want to scare you, but I thought it's better that you know and stay more alert. If you have any questions or encounter any issues, please contact me. Remember to regularly check the cameras. Wisst ihr, was geil wäre, wenn man das zusammenspielen könnte, dass einer quasi als Gerichtsmediziner in dieser Leichenhalle arbeitet und wir parallel gucken müssen, dass keiner reinkommt und die irgendwie klaut oder sonst irgendwas. Also er hat gesagt, der Guard vor mir ist an einer Herzattacke gestorben und hat ein sehr furchteinflößendes Gesicht gehabt. Super. Geil. Danke, Leute. Ich freue mich. Ich freue mich drauf. Warum bewegt er den Mund nicht, wenn er redet? Das machen jetzt ganz viele Leute so, weil das macht dich nur alt, wenn du redest. Ja? Ich muss einen Job hier machen. Oh, ist das furchtbar. Das würde ich nie tun, ey. Ganz allein. Absoluter Horror. Aber für euch, Leute, für dich da draußen, tue ich das gern. The Whispering Winds. Ich gucke mich jetzt hier mal ein bisschen um. Ruhe, bitte! Und schau, was so passiert. Was ist das hier? Kann man nicht rein. Ein Mini-Schlüsselloch. Das ist ganz weit. Bin ich klein oder ist das einfach nur groß? Furchtbar horrible. Oh, ich kann ja auch lang. Ich schau mir jetzt meine Hood ganz genau an. Damit ich ganz genau weiß, was hier passiert. Hier liegt bestimmt irgendwann Famous. Aber am Ende ist es auch nur ein Skelett wie jedes andere. Geh mal in mein CCT-Room und dann fängt es bestimmt an. Ja, der ist echt riesig und ich glaube, ich muss da immer wieder hinrennen, um zu checken, dass da alles in Ordnung ist. Ich guck kurz, was da hinten ist. Was ist hier? Einfach nur ein Raum. Ah, hier ist dieses Monetary-Dingsbums. Da kann... Okay, da kann ich gar nicht rein. Da will ich auch gar nicht rein. Also hier werden die Leichen ausgeschutschelt. Das sieht aus, als wäre hier irgendjemand unten gefangen in so einem Keller. Super. Haben wir alles da? Was geht hier so? Da ist auf jeden Fall jemand Kügel. Ah, da kann ich sogar reinschauen. Ach, super. Und das Bild da hinten. Ja, da umschimmelt's. Ah, das ist doch schön. Und der Mülleimer ist auch umgeworfen worden. Toll. Oh mein Gott. Ich fahre echt einen E-Roller. Ich hole mir jetzt irgendwo an der Straße die Roller. So langsam kann ich nicht mehr richtig unterscheiden, was animiert ist oder gefilmt ist. Sieht so realistisch aus. Ja, das wird doch immer schlimmer werden. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Schöne Kerzchen. Ich würde ganz viel Kerzen machen. Ich würde es aussehen lassen wie in dem Film, den ihr mir von Disney empfohlen habt. Nicht Encanto. Doch, Encanto war es. Nee, es war nicht Encanto. The tall man is still in the grave. Was? Der große Mann ist... Was? Ist immer noch im was? Was? I have to ask him to go. Der große Mann ist immer noch im Grab. Und wo ist der bitte? Ach, da. Ach so, der. Oh, wie gruselig. Der große Mann. Der ist wirklich groß. Oha, ist der riesig. Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 p.m. onwards. And I have to lock the gate. Oh, er läuft durch mich durch. Oh, Bro. Oh, der läuft aber komisch. Oh, ist der gruselig. Ich glaube, der hat einmal zu viel die Seife fallen lassen. Kann ich die Tore nicht einfach zumachen? Dann hat sich das doch eigentlich erledigt, wie der da rumwatscht. Da passt voll das SpongeBob-Soundeffekt hin. Kann ich das bitte einfach schließen? Oh ja. Boah, ist der gruselig. Annie, if you're okay. Are you okay, Annie? Nee, ist eher so, it's close to midnight. There's something even sassy around the floor. You try to scream. Cause this is thriller. Thriller night. Di-di-di-di-di-di. Oh, yeah. Di-di-di-di-di-di. Di-di-di-di-di. Liegt ja auch Michael Jackson, dann geht es bestimmt heute Abend voll steil. Okay, lass mal reinglotzen. Oh, es ist furchtbar. Oh nein. Ich hasse das Spiel jetzt schon so sehr. Aha. Aha. Oh nein. Oh, da ist was. Ein Leck. Ach du Scheiße. Ach du. Heiligsblechle. Da ist ein Wasserschaden.
Ja. Examine in the Waterpipe. Wo war das dumme Waterpipe? Ich weiß es nicht mal mehr. Wo haben wir denn hier einen Rohrbruch? Hier spielt doch keiner. Wo war denn dieses dumme Pipe? Hör auf. Sei ruhig. Das ist so furchtbar. Es wird doch immer dunkler hier, ne? Aber es ist noch Tutorial. Ich darf noch... Ach, da, das leuchtet sogar. Ach, das ist ja nett. Da macht mir so ein kleiner Geist extra einen Pfeil hin und sagt, hier, du Dummi. Okay, ich muss den Wassertank schließen. Und wo ist der Wassertank? Oh, da muss ich hier einfach hinterher latschen. Aha. Muss ich mir alles merken, ne? Hier. So, find the death statue. Have you ever heard the cries of the demon? Ja, Mann, einmal im Monat. Aber richtig... Oh, holy moly, was ist denn das, bitte? Oh, das ist nicht gut. Das ist... Ich kann meinen Augen nicht glauben, sollte ich vielleicht meinen Job beenden? Das ist aber überhaupt nicht gut. Scheiße. Ey, das wird schon so richtig, das ist so der Monat, so dieses Wetter, das macht dann einfach nur müde und fertig. Furchtbar. Okay, wir gucken mal weiter, weil es so Spaß gemacht hat. Alles gut hier? Ja. Die kleinen Kerzchen sind alle an. Yes. Alles wunderbar. Auch alles schön hier noch, ganz ruhig. Ja, muss ich hier irgendwie bemerken, wenn sich was geändert hat? Ist es ein bisschen wie das, was wir letztens gespielt haben? Den Namen vergessen? Wo wir die Entitäten finden müssen? Lass mal die Kamera weiter rumgehen. Ja. Da sitzt auch noch keiner drin. Das wird bestimmt auch noch ganz clever. Oh, die Leiche ist hingerutscht. Ach, mein Jemini. Das kann... Torch, das sind... Ja, das ist nicht gut. Das Schloss ist am Tor weg. Mach mir keine Angst. Das ist nicht fair. Ich guck mal kurz, ob hier alles passt. Ich muss jetzt raus aus dem Tor. Da hat jemand... Ich habe mich voll verlaufen. Ich kann mir dieses verdammte... hier nicht merken. Verdammt. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Ich habe mich verlaufen. So eine Scheiße. Ich weiß nicht, wo lang. Nee, das Schloss ist noch da. Oder? Ja, ist noch da. So, jetzt gehen wir mal gucken, was da passiert ist. Da muss ich doch jetzt eigentlich rein können, oder? Wie soll ich denn sonst die Leiche wieder an ihren Ort bringen? Ach, super. Da hätte ich ja voll Bock drauf. Ich gehe erstmal aufs Klo. Hallo. Ah! Ach, du Scheiße. Ich darf ja schreien, ne? Oh. Ich habe vorhin ein Spiel gespielt, wo ich nicht schreien durfte, deswegen. So, gute Nacht. Gute Nacht, dass man so einen fetten Körper einfach hochheben kann, Mann. Oh, holy moly. Good one, good one. Good boy. Ich gucke jetzt gleich mal rum. Hier flackert es doch auch schon wieder so doof. Hier muss doch auch irgendwas passiert sein, oder? Der Sarg stinkt. Irgendwas stimmt hier doch nicht, oder? Sobald es so flackert, ist doch irgendwas sassy. Ja, die flackern alle, die Sachen. Stuff, keep out. Okay, ich gehe jetzt mal wieder schnell zurück. Lass die Tür mal offen. Werd ihr... Oh nein, was ist denn das? Ein Geschenk. Oh, ein Skull. Oh, ist das Liebe. Hat mir den da hingelegt. Die Tür ist doch zu. Wie kann denn das passieren? Das ist eine Geste. Wieso komme ich denn hier nicht lang? Das ist doch total unlogisch. Egal, die unsichtbare Wand möchte es nicht. Wie komme ich wieder in mein Zuhause? Da hinten, ne? Das kommt in meine Sammlung, genau. Oh, da piepst was. Oh, da ruft mich jemand an. Das ist von der Five Nights at Freddy's. Hello, oh, hello. Ja?
hat sich wohl verwählt. Oh, verdammt, die Tür ist zu. Na, das ist aber überhaupt nicht gut. Ich habe jetzt keinen Süßen. Was koche ich denn da drin? Okay, wir gucken nochmal rein. A guy standing in front of the door. I need to tell him to go. Es gibt einen Mann, der steht vor der Tür. Ich muss ihm sagen, dass er gehen soll. Wo ist denn hier bitte ein Mann? Wo steht denn hier ein Mann? Oh mein Gott. Oh shit. Der Postbote. Den sollten wir auf jeden Fall hochlassen. Mhm. Der sieht vertrauenswürdig aus. Den würde ich sofort reinlassen. Okay. Hallo, die Tür ist doch jetzt offen. Kann ich dem hier irgendwie über... Kann ich dir über irgendwas sagen, dass er gehen soll, bitte? Hier. See a very frightening nun on the east side of the cemetery standing over a grave, but I don't dare to approach her. Her crying is intensely eerie and disturbing, and it's unbearable. I have recently found a solution that can make her voice somewhat more tolerant for you. Ach, guck mal, der vor uns hat quasi diese Nonne, die hat er gehört und die hat die ganze Zeit geheult und schon Geräusche gemacht. Wie komme ich denn jetzt zu meinem kleinen Schatz? E-Beams! Voll süß, wie er da steht. Hat er die Hände in der Hosentasche? Verdammt. Nee, doch. Nee. Ganz ruhig. Ich würde ihn da jetzt einfach stehen lassen. Muss ich jetzt raus, aber ich weiß nicht wie. Ich komme nicht mehr aus meinem Haus raus. Hallo? Darf ich bitte... Ich fühle mich irgendwie verarscht. Ja, was machen wir denn da jetzt am besten? Jemand anrufen? Entschuldigung, ich komme nicht mehr raus. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich bin eingesperrt. Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit. Kann ich die Tür auframmen? Naja, so mal seriously. Warum geht es nicht? Muss ich noch irgendwas anderes finden? Den Brief habe ich gelesen. Fenster? Fenster? Nee, Fenster ist halt auch nicht, Leute. Ja, wieso ist eigentlich dieses ganze Zeug an? Ist doch voll gefährlich. Unterm Bett? Da ist nur ein Buch. Da komme ich nicht hin. Ich gehe jetzt schlafen. Genau, lass den Mann einfach warten. Kack auf ihn. Gute Nacht. Oh, ich würde sagen, wir gehen zur Sonne. Das, was jeder normale Mensch tun würde. Das sind sehr viele Grabsteine. Möchte ich hier nochmal andeuten. Da brauche ich nochmal einen hysterischen Schluck. Die Sonne wird größer. Ja, ich bin erleuchtet. Die Wärme der Sonne berührt meine helle Haut. Ja, Sonne. Sonne. Oh. Ich glaube, ich hätte im Licht hinterherlaufen. Oh, Licht da hinten, was so seltsam scheint. Oh nein, das ist mein Grab, ne? Boah, wie groß bin ich denn? Das war ein authentischer Schrei, oder? Boah, wie gruselig. Das war geil gemacht. Ja, da würde ich doch sofort kündigen. Oh nein, es ist dunkel, ne? Oh nein, und der Typ steht auch noch vor der Tür, ne? Oh mein, und ich hatte die Tür offen. Was? Was ist denn, wer hat denn mein Essen hier verschüttet? Ach du Heiligsblechle. Sind das da hinten Augen oder die Stadt? Also da würde ich mich ja einscheißen, du. Aber köstlichst. Nein, ist ja furchtbar. Der Typ ist weg.
Oh. Oh nein. Habe ich eine Taschenlampe? Kann ich bitte eine Taschenlampe irgendwo haben? Oh, da. Ja. Oh, die Tür öffnet sich automatisch. Wow. Ach, so meine Güte. Wie dunkel ist denn das? Ach, oje, Mini. Verflucht. Oh Mann, wie krieg ich denn die Scheiße aus? Ich brauche auf jeden Fall etwas aus dem... aus dem kleinen Werkzeughäuslein. Voll schön mit der Stadt hier. Schnauze! Ja, die Brechstange. Super. Anstatt jemanden anzurufen, würde die gerne nehmen. Kann ich sie bitte mit mir nehmen? Ach so, nee, geht noch nicht. Okay, ich brauche wirklich ein Werkzeug. Ich hätte das jetzt kaputtgeschlagen. Aber dann halt nicht. Okay. Die Crowbar brauchen wir bestimmt später, deswegen nimmt er die jetzt noch nicht. Okay, let's go. Okay, ihr wird quasi den Alarm kaputt machen, damit die Autobatterie... So. Okay, egal, irgendwas. Okay, hier ist jetzt noch alles ruhig. Oh Gott, wie kann man nur... Warum sind die ganzen Kerzen aus? Ne, sind sie gar nicht. So, wir gehen jetzt mal zurück zum Zirpen. Und somit in unsere Hut. Ich weiß nicht, wo meine Hut ist. Ich finde es hier einfach unfassbar unübersichtlich. Und ich möchte eigentlich in der Nacht nicht immer diese Extrameilen gehen, weil ich das gruselig finde. So, hier höre ich jetzt was. Das geht's hier rein. Okay. Das passt doch. Oh nein, 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 nein. Oh nein, mein Strom. Hier. Check the fuse. The fuse has blown. Use the fuse. Wo ist denn die Fuse? Ist sie hier irgendwo? Verdammt. Hä? Warte mal, ich bin jetzt hier. Im Security Room. Das heißt, ich gehe jetzt nach links und nach links. Und dann müsste es kommen. Oh Gott, wenn das alles passiert und du die ganze Zeit rumrennen musst, um zu securen, dass du nicht stirbst, das stelle ich mir doch schon ein bisschen hart vor. Lass mich. Oh, ist hier die Fuse? Oh ja. Ach Mann. Check das CCTV. Ich will gar nicht. Ich will nicht! Oh, hier ist mein CCTV, oder? Boah, ich würde so heulen. Die Tür ist offen, oder? Mhm. Ich bin auch sauer! Die Nonnen hier haben doch ein gruseliges Geräusch gemacht. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie auf Zeit geht und ich irgendwie mich beeilen muss. Kann ich mal bitte die Tür schließen? Mhm, ist noch alles ruhig. Aha, ist noch alles super. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Oh, hier ist irgendwas, ne? Oh nein, die Leichen sind weg. Muss ich das jetzt machen? Das Spiel sagt gar nichts mehr. Nein. Schau mal, was passiert ist. Da sind Leichen weg. How could the bodies have raised? Wie konnten die Körper aufstehen? Ich weiß es nicht. Frag doch nicht mich. Sehr gute Frage. Der müssen wir nachgehen. Komm, lass uns Genau. Wo war denn nochmal dieser dumme Raum?
Die sind noch alle brav. Oh, ach, sie hatten Spaß heute. Ja, wie soll ich das Problem jetzt lösen? Das Bild ist weg. Wie soll ich das Problem jetzt lösen? Nicht einfach selber reinlegen und warten, bis am nächsten Morgen jemand kommt. Scheiße. Find a way out. Oh nein. Warum denn jetzt auf einmal? Oh? Ja, einfach durchs Fenster. Ach, mein Gott. Pussy had a bad day. Ein Key sollte hier irgendwo liegen. Ja, natürlich liegt hier irgendwo ein Schlüssel. Vielleicht hier auf dieser kleinen Discbox. Vielleicht ist hier auch irgendwo einer. Genau, vielleicht ist hier auch irgendwo einer drin. Oh, da liegt er ja. Oh. Ja. Added to the inventory. Ja, das Spielkonzept. Cool. Echt nice. We will not be buried here. Oh, süß. Die Leichen haben gesagt, sie werden hier nicht begraben werden. Oh. Sie haben den eigenen Willen. Sie werden schnurschnell erwachsen. Wo sind sie denn jetzt? Es ist eigentlich schon süß, dass sie das einfach hinschreiben und sagen, nö, hier nicht. Aber wo wollt ihr denn dann begraben werden? Gar nicht. Oh. Hier ist der Ofen. Da brutzelt schon was drin. Chicken. Oh, gut zu wissen. Oh. Eine Axt. Jetzt kommt her, Bitches. Oh, da steht was. Das ist wirklich gruselig. Auch wenn es nur 2D ist. Okay, ich muss, glaube ich, die das Fenster hier aufhacken. Dafür die Axt. Ach du Scheiße. Ja, der hat mich gehittet, Mann. Das ist gruselig, ey. Ich komme. Wo bin ich denn jetzt? Wo ist mein Licht? Ah. Wieder orientieren. Keep Johnny informed by the phone. Ja, das würde ich auch machen. 2 Leichen sind aufgestanden und gegangen und haben gesagt, sie wollen ja nicht begraben werden. Was sollen wir da machen? Ja, ernsthaft, was sollen wir da machen? Also spätestens jetzt würde ich doch straight hier rausgehen, oder? Also wie lange muss man denn eigentlich immer warten? Die sind immer so lebensmüde, würde ich schon fast nennen. So, wir gehen in unsere Hütte. Erst jetzt Johnny informieren. Das ist mein Raum. Dass das klar ist. Mein Raum. Und was lag denn da eigentlich? Das sieht ja furchtbar aus, das Laken. Haben wir uns alle eingekackt, oder wie? Sieht ziemlich aus. Oh, stimmt, informen. Wahrscheinlich geht's Telefon nicht. 0190. Hello? Hello, Mr. Johnny. There's a problem. What's going on there? I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Mr. Johnny? I can't hear you. Can you hear me? Oh, der Arme. Voll süß, oh, gell, lieber Kerl. Jesus. Oh, wie arm der redet. Du, dann geh doch. Oh. Oh. Das ist doch der Maskenman. Und der ist ziemlich groß. Das ist doch bestimmt der Typ, den wir vorhin weggeschickt haben, weil der ist genauso groß. Und der tötet die Menschen und begräbt die hier. Ich will da nicht hin. No signal. Ja, super. Ich will da nicht hin. Also ich will da nicht hin. Apparently, Simon is digging a grave in the cemetery. Check it out. Da macht jemand einfach einen Scheiß. Oh, ich habe einen HP. Oh nein, ich habe ja 100% HP. Oh, seit wann habe ich den HP? Nein.
Muss ich jetzt dahin? Das ist Arbeitsverweigerung, wenn ich jetzt gehe. Egal! Ich hab mich verlaufen, Mann. Ich hasse es hier. Ich will hier weg. I hate it! Oh. Er hat ein Grab bestimmt für mich. Safe. Oh, da ist eine Leiche draußen. Okay, ich habe gerade geguckt, ob die Leiche noch drin ist. Was zur Hölle? Da ist etwas auf jeden Fall mit diesem Friedhof nicht normal. I have to leave the cemetery as soon as possible so that I don't die myself. Okay. Muss hier weg. Was heißt ein Cemetery? Die Zeremonie, die Leichenhalle, der Friedhof, dieses Gebäude, Anliegen. Escape from the graveyard through the gate. Ja, vergiss es, wird nie klappen. Einfach Herzopfer. Ich hab noch reingeguckt, der da drin liegt. Der Friedhof. Ah, okay. So. So, zurück zum Security-Raum, Leute. So, wo ist denn jetzt hier? Die Kirche, die ist hier. Das heißt, ich gehe dann hier lang. Also nach links. Nach links und dann nach rechts. Und dann bin ich da. Das muss ich mir jetzt mal merken. Da hätte ich so keinen Bock mehr drauf. Ach, hey, Mini. In der Kirche. Da komme ich aber eh nicht rein. Das ist die Figur, die wir vorhin schon gesehen haben. Wahrscheinlich muss ich jetzt die Crowbar holen, ne? Und dann aufbrechen, kann das sein? There's someone in the church. Check it out. Oh Gott. Never würde ich das machen, echt. Niemals! Ach, klar, geht die jetzt auf. Oh mein Gott. Ah! Oh Mann. Da ist ein Brief. Was steht da? We, the buried ones in the cemetery, have a message for you for years. A demon has been buried here, tormenting our souls. Now you are condemned to destroy the demon with this cemetery and save us. Okay, also hier wurde ein Dämon mit den ganzen anderen Leuten begraben und der sorgt dafür, dass die Seelen, otherwise hellish death awaits you, der lässt die Seelen nicht ruhen hier und den soll ich jetzt quasi eliminieren. Ja, na klar. Follow the footprint. Ja, na klar. Der hat da drei Beine. Das nenne ich mal ein krasses drittes Bein. Also bei dem Date wäre ich die Erste, die sagen wird, sorry, lass uns Freunde bleiben. Ach, Herr Jemini. Oh, shit. Oh, es werden ja immer mehr. Oi. Ach, super. Brauch ein Tool. Okay, der ist da drin. Das ist sein Grab. Der Mann mit dem dritten Bein. Schleift immer am Boden. Ach, jetzt ist sie auf einmal da. Oder habe ich die vorhin einfach nicht gesehen? So. Okay, dann lasst uns mal den dritten dreibeinigen Mann oder Mensch oder Wesen begutachten. Ich fordere den dreischwänzigen Mann heraus. Hä? Oh. Oh nein.
Oh Gott, das würde ich nie tun. Was ist denn das für ein Riesenbunker hier? Smith, 1982. Ach, Herr Jemine. Oh Gott, ist das gruselig. Stell dir vor, du bist in so einer Kackgruft vergraben. Hey, da ist eine Eule drauf. Ist ja furchtbar. Ich weiß nicht, wohin. Taylor? Ach, das ist die ganze Familie Taylor. Ist das eklig. So eine Gruft ist ja voll traurig. So einbetoniert. Oh nein. Der dreibeinige. Oh shit. Fangen, spielen. Jones. 1945. Oh. Der ist direkt, als der Zweite Weltkrieg beendet wurde, gestorben. Das ist ja wie bei Anne Frank. Das ist ja mega bad. Oh nein, der Nebel. Oh. Wo ist meine Taschenlampe, wenn ich sie brauche? Oh. Roberts. Robert! Bist du hier? Warum liegt hier einfach jemand, der hat keinen Platz mehr gehabt? Oh, das sehe ich erst jetzt. Okay, der war gut. Aber nicht gut genug. Warum hast du drei Füße? Was geht denn hier hinten ab? Oh, Herr Jemine, wo bin ich denn jetzt? Oh, hier ist eine Note. Guck mal, da ist er doch. Oh, krass, das ist ja ein geiles Grab. Was steht da? William of Brighton Family, youngest child. Williams or Parrington, youngest child between books and rotting corpses. Oh, das sieht ja episch aus. Geil. Ich will auch mal sowas haben. Oh, cool. Also eigentlich überhaupt nicht. Ich bin jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin gar nicht der Route gefolgt, wie ich sollte, ne? Ich hätte den kleinen Schlavenzia. Eigentlich, oh shit, oh mein Gott. Ich hätte den kleinen Schlawiner eigentlich hinterherlaufen müssen, ne? Ich mach das jetzt nochmal, wenn ich wieder zurückfinde. Das ist ja furchtbar hier, diese ganzen... diese Gruft ist ekelhaft. Oh. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Da ist er gestanden. Der Sack. Ach, und da ging's auch gar nicht weiter, ne? Search the Underground Tomb. Hier geht's nicht weiter. Dann war ich wahrscheinlich da. Konnte ich vielleicht das Grab aufbrechen? Mit meiner Crowbar? Wahrscheinlich schon, ne? Ich denke. Oh nö, das hat einfach ein ganz normales Schloss. Da muss ich doch irgendwas finden. Womit ich den... Es ist eklig einfach nur echt. Irgendwas finden, womit ich das aufbrechen kann. Oh Gott, das ist so furchtbar. Einfach diese Statuen hier einfach alle. Wer will denn hier schon liegen? Oh, die hat doch was, oder? Nee, nur ein Körper. Okay, hier ist nichts. Oh shit, ich kann die öffnen. Das ist natürlich scheiße. Ach, das habe ich noch nicht geöffnet. Hier. Elias, during his 60 years of life, spent his entire life trying to meet the devil, until one day he was possessed by the devil and began to torment and slaughter people. After a while, he was killed by the cops. His body was eventually laid to the rest in a protected tomb underground. Ah, okay, das ist da, wo wir gesehen haben. Elias was a very wise and kind-hearted man, but the devil took his body. Also der Elias wollte immer schon mal einen Teufel sehen und mit 60 hat er es geschafft. Dann hat der Teufel über seinen Körper Begriff erlangt. Dann hat er alle Menschen abgeschlachtet, die Polizei hat ihn getötet und jetzt hat man seinen Körper da eingebuddelt. Hm. Da hätte ich jetzt echt Bock drauf, da reinzugehen. So ganz allein.
Ach super, die Tür öffnet sich auch wie so eine normale Holztür. Hallo. Candice erlitt. Die Kerzen sind an, als würde jemand hier heute gewesen sein. Ja, was passiert, wenn du nach Hause kommst und die Kerzen brennen, hm? Was wird dann wohl von dir erwartet? Drei Beine. Oh, ich kann da hochklettern einfach. Okay, ist das gewollt? Komm da, glaube ich, nicht so leicht rein. Search the underground tomb. Was ist das? Oh, eine Riesenaxt. Oh, kann ich das jetzt öffnen? Okay. Oh, da würde ich mich ganz schlecht fühlen. Okay. Ich öffne jetzt. Oh, das sieht ja vor. Ach, das ist ja sogar der. Oh, bra. I don't know. Oh, das ist ein Brief. Der hat sich doch da gerade frisch reingelegt. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Elias, although the devil has preceded your body and soul in this transit world, from today you will peacefully rest in eternal sleep because the merciful Lord keeps you away from the devil. Elias, may the Lord forgive your sins and place your soul in peace. 1917. Ja, es wurde quasi halt ein Schreiben aufgesetzt, dass er hoffentlich seine Seele in Ruhe ruht und so weiter und so fort. Was er nicht tut, Bro. Oh, wo kommt denn das jetzt her? Exit-Tipp. Okay, ich habe ihn angezündet. Oh, ich bin ja ein Frechdachs. Ich habe den angezündet. Oh Gott, es gibt jetzt Ärger, oder? Bitte sei nicht böse zu mir. Ich will einfach nur raus. Oh shit, ich habe mich verlaufen. Raus hier. Wo kommt denn die Leiter her? Vor allem so mit dem Feuerzeug hochgehen. Ne? Get back to the security room. Ja, genau. Hey, geile Schicht. Ich habe übrigens, dafür kriege ich ja nicht mal eine Gehaltserhöhung. Das glaubt mir doch keiner, die Scheiße. Oh nein. Weinende Kinder. Da gehen wir jetzt hin. Was ist da hinten los? Oh, das ist die Nonne, ne? Oh, das ist die Nonne. Alter! Meet the Dead Nun! Alter, das war ja ein krasser Jumpscare. Uiuiui. Hatte die was mit dem Dreibeinigen? Dann würde ich auch heulen. Boah, das war ein geiler Jumpscare. Ich will jetzt nach Hause. Oh, raus, Gilet. Die Geräusche sind nicht so gut. Das war ein krasser Jumpscare. Der war geil. Das war episch. Episch. Kann es sein, dass ich jetzt vom Teufel besessen bin? Oh nein. Ey, der ist ja schon wieder da. Was ist das für ein Fiebertraum? Was ist? Die sind ja alle wieder da. Hey, was macht denn der jetzt hier? Alter! Was? Oh mein Gott! See you in hell. Warum? Was habe ich denn getan? Devil does not burn. Teufel verbrennen nicht. Das gilt nur für Vampire. Scheiße, ich bin am Arsch. Oh. Mami? Leave the area. Ja, aber wie denn? Kann ich hier raus? Oh ja, oh Gott. Die.
kann ich jetzt bitte gehen? Scheiße, die sind ja alle da jetzt, ne? Oh shit, wie soll ich denn jetzt entkommen? Oh, jetzt muss ich mir merken. Ich glaube, das könnte schwer werden. Oh. Hätte ich entkommen können? Der hat mich geslappt, der Sack. Oh, wie geil ist das denn? Ist das nice. Ist das geil gemacht. Das sieht aber nach besonderem Grab aus hier. Oh ja, hilf mir, heilige Nonne. Ja. Rettet mich. Nie raus. No any note yet. Scheiße. Oh. Aber hätte ich auch entkommen können oder slappt er mich jedes Mal? Boah, ist gruselig. Das sind die ganzen Toten, ne? Die ganzen Seelen, die ja alle gefangen sind und ich gehe jetzt als nächste Seele hier mit rein. Das sind alles die Opfer, ne? Oh Mann. Aber hätte ich den Slap entkommen können? Der hat mich voll umgeschellt. Oh, ich bin back. Oh, eine Kassette. Das erweckt Erinnerungen. Komm, wir gucken es uns mal an. Kein Signal, aber ich will doch den Kassettenrekorder anwerfen. Wo bin ich denn eigentlich? Voll wholesome. Ah, hier. Komm, wir schauen uns ein bisschen Film an. So, play. Hello. This true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible, and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Das war mein Vorgänger, oder das war ich, ne? Das ist mein Tod gewesen jetzt. Das war mein Tod. Ja, das war mein Dad. Hello there, viewer. Gib mir das. Gib mir das. Okay, war mein Tod. Das war mein Tod, Leute. Ja. Ich glaube, das war mein Tod. So, ich würde es jetzt gern wieder haben. Gib mir die Kamera. Wieso kann ich die jetzt wieder nicht haben? Muss ich das ausschalten? So. Super. Toll. Ich bin tot. Insert. Wieso soll ich denn schon wieder spielen? Ah, hier liegt ein Zettel. Don't look at up. Was ist denn das für eine Sprache? Don't look it up.
Achso, ich darf nicht hochgucken. War es jetzt alles nur ein schlechter Traum? Ich glaube, ich habe einfach nur schlecht geträumt. Wie schön es alles auf einmal aussieht, ne? The bodies are in their places. Es gibt also kein Zeichen. Das war alles nur ein Albtraum. Den Priest. Oh, wie schön das wieder ist auf einmal. Another day, another dawn. Oh, schön. Ich kündige! Wetten, die wussten das alle. Der wusste das ja, der hat es mir nur nicht gesagt. Der ist jetzt bestimmt erstaunt, dass ich lebe. How was the first night of guarding at Whispering Wind Cemetery? I think you'd agree that being the guard in this place revitalizes the human spirit. Ja, der wusste es. Der sagt das quasi, ich jetzt ja merke, also wie es war und dass ich ja merke, was kann ich jetzt hier machen? Leave the graveyard, okay. Er wusste es 100 Pro. Der hat gesagt, man sieht ja quasi den menschlichen Geist. Ciao, nie wieder. Überfahr den jetzt. Sass. Voll die SpongeBob-Musik. Jetzt kann ich fahren. Ich glaube nicht, dass das echt ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich sterbe jetzt. What makes a woman love? Ich glaube, ich werde es nicht überleben. Meine Freunde. Oh, oh, oh mein Gott. Ich bin ja ganz benommen. Oh je, jetzt wird alles furchtbar. Oh, oh. Ich glaube, Leute, das wird nicht gut ausgehen. Oh, ich kann mich auch umschauen. Ist irgendwas hinter mir? Nee, ich kann meinen Kopf um 180 Grad drehen oder 360. Ich bin nicht mehr am Leben, glaube ich. Eine Frau ist eine Frau. Oh, da vorne ist ein Tor. Ah, geiles Spielkonzept, muss ich sagen. Gefällt. Oh. Da ist der, wie geil. Das ist, ich fand es schon richtig geil, dass du im Grab warst, hochgeguckt hast und den da hast stehen sehen. Das heißt, wir sind immer noch nicht entkommen, ne? Wir sind immer... Ich glaube, da ist jemand sauer. Ach du Scheiße, kann ich raus? Oh shit. Oh. Wo laufe ich jetzt am besten lang? Ah, hier nicht. Aber hier ist doch noch jemand. Warum ist da schon wieder... Oh. Have you ever heard the cries of a demon? Hast du... Oh mein Gott. Die Jumpscares sind richtig geil im Game. Muss ich schon sagen. Das war Graveyard Shift. Geil. Geiles Konzept, ne? Dass man da früher nicht drauf gekommen ist. Mega nice. Geile Jumpscares, auch der mit der Nonne, der war so mit einer der good luckiest oder der best ausgesehensten Jumpscares. Cooles Konzept, mit den Kameras immer wieder zu gucken, wo ist Gefahr, dahin zu gehen. Hat mir sehr gut gefallen, also muss ich schon sagen, danke Kisi für die Empfehlung. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo auch. Und über echte Menschen in den Kommentaren, im Gegensatz zu hier, keine Toten und keine Bots. Würde mich sehr freuen, falls ihr weitere coole Games kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare und vor allem auch welche, die ich noch nicht gespielt habe. Ich bin sehr gespannt und bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.